Dem ist aber nicht so. Ich habe meinen silbernen Hebel verloren und kann nun nicht mehr in den dritten Stock. Eine geschlagene Stunde habe ich an dieser verdammten Tür geklopft, aber niemand kam, um sie zu öffnen. Ich sah den Hebel zuletzt, als ich ein Bad nahm. Der Finder möge mir den Hebel bitte wiedergeben. Ich bin unterdessen im Spielzimmer. Officer Benny. Ja, da hat er wohl seinen Frust ersoffen. Oder versoffen, oder wie auch immer. Das heißt, der Hebel liegt vermutlich in diesem Raum. Im Swimmingpool. Der für die Wachen gedacht ist, ne? Das Ding ist ja tiefer, als ich dachte. Und da ist er. Der Silberhebel. Also ich habe es mir unnötig schwer gemacht. Aber coole Art ist zu verstecken. Haben sie gut gemacht. Aber dafür habe ich jetzt alles Loot in der ganzen Umgebung abgegrast, was mir sonst vermutlich entgangen wäre. Also ich denke mal, unser Loot-Counter diesmal wird verdammt gut sein. Was die Anzahl der Beute angeht, die wir eingesackt haben. Schön in der Scheiße. Ich muss aufpassen, sonst halten sie mich noch für den Mörder. Oh. Die sind gerade mit schönen Sachen an mir vorbeigelaufen. Ich hoffe, ich finde die noch, die Idioten. Tja, jetzt können wir den Sheriff nicht mehr konfrontieren. Jetzt werden wir den Tatort absuchen. Und ich guck mal, ob ich die Typen finde, die gerade weggerannt sind. Ich hätte gern die Sachen, die im Gürtel haben. Aber die sind vermutlich über alle Berge, ne? Ja, die sind weg. Der hatte unter anderem noch ein Zahnrad und der eine oder die eine hatte noch einen Geldbeutel am Gürtel. Aber das öffnet auch nur diese Tür, bei der ich von der anderen Seite vorgestanden habe. Ah, den Geldbeutel hätte ich gern gehabt, aber ich habe zu spät registriert, dass da was dran ist bei den Leuten. Und konnte nicht mehr zugreifen. Ich habe ein Geräusch im Torzimmer gehört, aber als ich nachsehen wollte, hat es aufgehört. Ich könnte schwören, dass ich einen Schatten weglaufen sah, als ich ins Zimmer kam. Hätte natürlich sofort schießen sollen. Und dann sah ich, dass der Boss tot war. Hast du das Gesicht des Mörders gesehen? Nein, es ging alles zu schnell. Er hatte sich über die Leiche gebeugt. Ich muss ihn wohl überrascht haben. Als er mich sah, ist er raus auf den Balkon. Mein Gott, war der Kerl schnell. Das kann kein Mensch gewesen sein. Ja, jetzt müssen wir gucken. Wir sind gerade jetzt hier rum. Hier ist das Schlafgemach. Ich weiß ja, ob an den direkten. Nee, hier ist. Kurz Schlafgemach ist auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob wir jetzt den. Erzähl mir nicht, ein Monster hätte den Sheriff getötet. Wie schon gesagt. Ob wir jetzt den Weg nehmen müssen oder den anderen. Aber wir gucken mal, wir haben ja den Ultraschlüssel. Muss natürlich jetzt auch aufpassen. Jetzt wo die alle schön Alarm schlagen hier. Dass wir den nicht über den Weg laufen. Badezimmer, wo ist denn das? Ist es das kleine hier? Nee. Ich brauche mal wieder meine gute alte Kompasshilfe. Ja, da geht's nach Osten durch. Und dann könnten wir durchlaufen. Ich schau mir mal die anderen Wege an vorher. Auch hier ist alles ruhig. Ah, jetzt bin ich hier hinten. Und ich sehe noch mehr Beute.
Beute von heute. Und jetzt kann ich bestimmt die Türen aufmachen. Die führen. Jetzt nehme ich in diesen Saal hier. Da braucht man echt ein Zahnrad für. Kein Wunder, dass da nichts passiert ist, als ich versucht habe, die von der anderen Seite zu öffnen. Wie viele Zahnräder soll ich hier noch finden, ey? Das hier ist vermutlich eine schlechte Idee, ne? Nö, hier ist gar keiner. Wo geht's denn hier hin? Ein Dachboden. Gehen wir mal erstmal auf den Dachboden. Ihr seht jetzt vermutlich wieder nichts. Aber ich versuche mal da ein bisschen nachzuhelfen. Habe ich ein bisschen vergessen, als wir draußen waren. Und wir finden einen Federfalltrank. Der könnte hier noch echt nützlich werden. Und eine Tür. Wo führt die denn hin? Nach Süden. Ah, so kommen wir bestimmt in Truats Schlafgemach. Der stylische Weg. Der Meisterdiebweg. Wow, das hätte wehtun können. Aber ich war hier unten noch nicht ganz fertig. So, der vermutlich der direkte Weg dahin wird mit hoher Wahrscheinlichkeit von Wachen vorgestellt sein, weil irgendwo müssen die herumstehen, die wir gerade gehört haben. Ah, Balkonschlüssel funktioniert auch hier. Das ist schön. Und hier sehen wir schon Blutspuren. Der Mörder ist vermutlich über den Balkon geflüchtet. Watson, was sagen Sie dazu? Jede Wette, dass ich in diesem Zimmer einen Hinweis auf Truats Mörder finde. Ja, jetzt bin ich doch schon hier und ich frage mich noch, wohin der Dachboden geführt hätte. Kann man hier auch das Licht ausmachen? Der wurde gut zugerichtet, der Junge. Und was haben wir denn hier? Mosleys Schlüsselring. Ja, nach Hinweisen auf den Mörder des Sheriffs und wir haben diesen Schlüsselring gefunden. Und jetzt können wir auch schon abhauen. Aber nicht bevor wir nicht alles ausgeraubt haben. Ist auch ein geiler Riesenraum, in dem nichts ist. Teuerste Madame Volari, die Prostitution in dieser Stadt nimmt mehr und mehr Überhand. Ihr wisst, dass ich dieser Entwicklung ein Ende setzen möchte. Daher bitte ich euch, absolutes Stillschweigen zu bewahren. Ich habe bereits, wie besprochen, Maßnahmen zu eurem Schutz ergriffen. Seit ich die wichtigste Persönlichkeit in dieser Stadt bin, lastet eine große Verantwortung auf meinen Schultern. Die Treffen mit euch, liebste Freundin, sind meine einzige Entspannung. Naja, wer weiß, wie du da entspannst. Ihr seid nicht wie der Abschaum, der in den Straßen auf Freier wartet. Daher steht ihr und euer Haus unter meinem persönlichen Schutz. Solange ihr meine Wünsche erfüllt. Norman Druard. Schreibt er sich nur mit T oder mit D? Wird ständig anders geschrieben im gesamten Spiel immer. Okay, hier ist ein Badezimmer. Und dann gibt es nur noch die großen Räume hier und der Dachboden. Aber hier irgendwo müssen die ganzen Wachen rumstehen. Wie konnte der Mörder hier eindringen und bis in den dritten Stock kommen, ohne auch nur von einem einzigen Diener oder Wachmann gesehen zu werden? Truett muss ihn gekannt haben. Er ist bewaffnet. Lasst uns auf den Tischen tanzen. Hi, Leute. Spannende Actionsequenz. Ich will ja nur mal gucken, ob es hier was zu holen gibt. La 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 la. Hi, Leute. Tanzt ein bisschen. Tanzt.
Okay, hier scheint auch nicht wirklich was rumzulegen. Hey, Baby. Wanna score? Das war gerade natürlich nur ein Spaß aus Scouten. So spielen wir natürlich nicht. Ist da irgendwer? Nichts Besonderes. Ich habe langsam das Gefühl, dass die Typen, die an mir vorbeigerannt sind, da hätte ich die Beute direkt greifen müssen, was ich irgendwie auch cool finde, aber irgendwie auch arschlos. Weil daran muss man in dem Moment erstmal denken. Und ich werde es auch nicht reloaden. Also wenn es jetzt was fehlt am Ende, dann wisst ihr warum. Weil ich nicht den Gürtel der Ollen oder des Ollen Wachmanns gegriffen habe. Ich denke, sonst haben wir nahezu alles. Ah, hier ist der die Dachbodenverbindung. Wie es aussieht. Oder? Hat der auch nochmal einen Dachboden? Der hat auch nochmal einen Dachboden. Ich glaube, die Leuchtstäbe werde ich jetzt öfter benutzen, wenn ich sie habe. Nur für euch, wenn es mal wieder sehr dunkel wird. Weil im Spiel braucht man die eigentlich nicht. Eine Blitzbombe. Ja, das ist der Verbindungsgang. Aber für YouTube sind die echt nützlich, muss ich sagen. Okay, verziehen wir uns. Mission ist geschafft, wir müssen nur noch raus. Nur noch raus hier. Denn wir haben unser Bier. Wir werden jetzt machen wie der Mörder. Oder die Mörderin, wer auch immer. Und über den Balkon springen. Ich glaube, hier komme ich noch so runter. Ja, ist okay. Und jetzt den Federfalltrank. Ach nein, mir fällt ja noch was ein. Leute. Mir fällt ja noch was ein. Ich hatte euch ja versprochen, ein geheimes Missionsziel zu zeigen, was man erfüllen kann. Und das machen wir jetzt auch. Ich bin gerade eh ein bisschen unbehäbig vom Balkon gesprungen. Das könnte jetzt zwar wieder ein bisschen schwierig werden, ein bisschen nervig für mich. Aber vielleicht ein bisschen interessant für euch, wenn ich mal so ein Über-Secret zeige. Wenn ich es schon mal weiß. Denn wir werden jetzt mal die Leiche vom Tatort entfernen. Oder sagen wir erweisen ihm die letzte Ehre. Dafür, dass er so ein Arsch war. True, wenn du uns nicht hättest, ey. Ich sag's dir. Theoretisch können wir ihn auch überall runterwerfen, weil er ist ja eh schon tot. Ich weiß gar nicht, ob im Spiel bewusstlose Körper durch Fallen sterben können. Beim Reboot geht das so schnell, dass es schon lächerlich ist. Wenn du die da die Treppe runterwirfst, sind die sofort tot teilweise. Und dann wunderst du dich, wo die Leichen in der Statistik herkommen. Na komm, bevor du anfängst zu stinken, nehme ich dich nochmal mit auf deine letzte Reise. Denn ich will den Weg eh hin zurücknehmen. Ich will den Weg eh zurücknehmen, wo wir jetzt lang gehen. Ich mache hier einen auf Leichenträger. So, du gehst schon mal runter. Ich sagte runter. Junge, du sollst eigentlich runter. So. Ich lande mal auf dir. Oder ich könnte mal einen Moospfeil schießen, weil ich glaube, wenn man darauf landet, nimmt man auch nicht so viel Schaden. Ja, ein bisschen weniger. Danke, Truett. Kaum will ich die Mission beenden.
erstreckt sich mir schon wieder etwas, was ich haben will. Da war gerade die olle Tusse mit dem Geldbeutel, die vorhin an mir vorbeigerannt ist. Ah, dann haben die bestimmt den Körper entdeckt. Wer spricht da? Scheint wieder. Na, dann haben die bestimmt alles entdeckt. Hat mein Plan hier wieder super funktioniert hier. Dann haben die bestimmt wieder den Roboter entdeckt. Dann haben die den Typen auf dem Bett entdeckt. Wie man sieht, ich habe die Leichen wieder an die super Orte gelegt. Aber dafür habe ich ihren Geldbeutel und ich bin glücklich. Das scheiß Zahnrad braucht man nicht, das ist eh nur für alternative Fluchtwege. So, Federfalltrank. Und auf geht's. Beeil dich, Garrett. Und mach eine ordentliche... Irgendwie ist die Animation gerade verbuggt, kann es sein? Sonst sieht man doch immer seine Hand über dem Körper, aber ist egal. Hier gab es ja eh ein paar Grafik-Glitches in der Mission. Und vielleicht könnt ihr schon erahnen, was ich jetzt machen will. Hoffentlich komme ich darüber, ey. Ja, denn wir erinnern uns ja an das leere Grab neben seinen toten Familienmitgliedern. Ja, dieses Grab hat einen Zweck. Zumindest geben wir ihm einen Zweck. Komme ich jetzt mit dir da überhaupt rüber, ey? Das kann ja jetzt ein Scheiß werden hier. Das Spiel hat tatsächlich Erbarmen mit uns. Mann, das klappt ja besser, als wo ich hier alleine durch wollte. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Truer zu Truer. Und damit haben wir das geheime Missionsziel erfüllt. Und es steht nichts da. Das ist ja blöd. Das ist einfach nur ein Haken. Ich dachte, da steht jetzt, meistens steht dann so ein lustiger Spruch da oder so von wegen letzte Ära Wiesen oder so. Hm. Naja, jedenfalls ist das ein verstecktes Missionsziel, ihn zu beerdigen. Oder ins Grab zu schmeißen zumindest. Und wir hauen jetzt ab hier. Garrett, quetsch dich bitte durchs Loch. Auch wenn wir das letzte Mal einen anderen Weg gegangen sind. Ja, wir sind oben lang gegangen, stimmt. So, jetzt seht ihr von der Gegend hier auch mal ein bisschen mehr. Auch wenn es jetzt auch nichts mehr bringt. Aber so viele Leuchtstäbe hier, die hätte ich auch echt mal benutzen können. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Beute wir liegen gelassen haben. Mission erfüllt. Mission accomplished. Ja, ein Haken bei nichts. Was? Doch noch so viel. Naja, was ist viel? 235, aber... Naja. Trotzdem gut. Und die haben doch keinen Körper gefunden. Ich hätte es gedacht, weil die da durch den Raum gestürmt ist und weil die da bei dem Roboter lang gelaufen sind. Aber anscheinend wurde niemand entdeckt. Von den Leuten, die ich umgemeuchelt habe. Betäubt habe. Aber wir haben ein Secret haben wir nicht gefunden. Da lag bestimmt noch Beute. Bestimmt eine Menge von dem, was noch gefehlt hat. Aber ansonsten lief es ganz gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Thief 2, The Metal Age. Oder auch Dark Project 2. Mir ist scheißegal. Aber was mir nicht egal ist, viele von euch gucken dieses Let's Play, das freut mich sehr. Und ich freue mich über jedes Kommentar, jedes Feedback in Form von Daumen und was weiß ich für ein Scheiß. Aber ich freue mich auch, wenn ihr es einfach guckt. Und euren Spaß dran habt. Wir sehen uns, Leute, beim nächsten Mal. Euer Let's Play Chris.